Die Selbsthingabe, auch wenn sie nicht den gewaltsamen Tod zur Folge gehabt hat, ist jetzt ein möglicher neuer Weg für eine Seligsprechung. Der Vatikan veröffentlichte ein Motu Proprio mit dem Titel Majorem Hac Dilectionem. Zur Seligsprechung führten bislang zwei Wege. Einer über die Anerkennung von christlicher Tugend und von Wundern auf Fürsprache der entsprechenden Person, der andere über ein Martyrium. Papst Franziskus ermöglicht nun einen dritten Weg der Seligsprechung. Die Notwendigkeit eines anerkannten Wunders für die Seligsprechung bleibt. Ende vergangener Woche wurde ein Brief der Sakramentenkongregation des Vatikan veröffentlicht zu dem Thema »Wie Eucharistie feiern«. Darin wurde unter anderem die glutenfreie Hostie abgelehnt. Die Messen und vor allem die verwendeten Hostien und Weine sollten in ihrer Qualität strenger kontrolliert werden. Nicht alles sei für die Messe geduldet, hieß es in dem Rundschreiben. Jesus lädt nicht nur Auserwählte ein, ihm ihre Lasten anzuvertrauen, sondern alle. Jesus macht uns stark. Das hat Papst Franziskus den Gläubigen und Besuchern am vergangenen Sonntag beim Angelusgebet am Petersplatz dargelegt. Jesus schaffe Schwierigkeiten nicht magisch aus der Welt, sondern stärke die Gläubigen in diesen Schwierigkeiten. Der Anteil der Christen am Geschehen sei es, nicht in den eigenen Fehlern und Winkeln zu verharren, sondern hinauszugehen und seinen Blick zu heben und auf Christus zu schauen.